Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Ups, oder nicht? Oh, schneiden wir mal spielen. Willkommen zu einer neuen Folge von Switch Go Vacation. Ich schau mal gleich mal kurz nach. Ich glaube, ich habe noch jemanden zu grüßen, oder? Oder lag das mir nur auf der Zunge und es war gar nicht so? Ich schau mal kurz. Ja, wir haben ja noch einen. Ich hoffe, den habe ich noch nicht gegrüßt. Und genau, wir spielen jetzt hier mal das hier. Als mich natürlich. Und wir machen heute Orienteering. Denke ich mal, wenn es was Neues gibt. Wir spielen mal wieder mit dem neuen Hund Rocky. So. Ja, ziemlich neu. Und dann gehen wir mal. Nächstes Resort gehen wir mal. Ich glaube, ein Stadtresort. Da gehen wir immer recht gerne hin. Es ist bei mir komplett dunkel. Deswegen gehen wir mal bei Nacht rein. Es ist bei mir gerade 2.14 Uhr in der Nacht. Und ja, es tut mir ein bisschen leid, dass eben in letzter Zeit kein Part kam. Also eine Woche kam jetzt lang. Kein Part. Tut mir leid. Ich habe jetzt ein bisschen eine kurze Pause gebraucht, tatsächlich. Ich hatte überhaupt keine Lust, irgendwie was aufzunehmen. Aber die Lust ist wieder zurück und jetzt kommt wieder was. Genau. So ist das. Und wo nicht, dass mein Gesicht so hell ist, also so schimmert. Ich habe jetzt gerade eben 6 Stunden gestreamt, deswegen. Ja. Und der Stuhl ist neu. Ja. Meine, willkommen in der Startseite zu den 19 Themen. Ach, hier kommen die Infos. Okay, Leistung. Halfpipe. War die Schlusspunkte der Spielpunkte um. Bonuschance, Belohnung erfolgt. Technik, Inline Skates, Skateboard, überspringen das Tor im Track and So, Skatepark und Erkundung, Schneeresort, den Geheimweg. Okay, es sieht aus, wenn du den Orientierungserfolg abschließt, erhältst du viele Punkte. Das wird dir bestimmt Spaß machen. Ja, bin ich mir sicher. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß, hier diese Folge anzuschauen. So, ich muss aber das aus meinem Joy-Crip raustun, sonst macht es keinen Sinn. Wir wollen erstmal Halfpipe machen. Halfpipe war aber da rechts. Nur mit umdrehen, bitte. Halfpipe ist da hinten. So, die Halfpipe ist hier. So, bei wem der spielen ist es nicht wahrscheinlich, oder? Ja. Aber heute nicht. So. Einmal hier hin und Halfpipe. Ja, das ist die fantastische Trickaktivität, die Halfpipe. Bei diesem Wort fängt mein Herz an zu rasen. Ich verrate dir, wieso. Während du Tricks vorführst, sitze ich auf der Tribüne und sehe voller Aufregung zu. Siehst du, so hat jeder etwas davon. Wenn du so klar bist, lasst uns anfangen. Ich will ein paar Tricks sehen, die so abgefahren sind, dass sie mich umhauen. Baby. Zuschauer werden auch gebraucht und das sind wir, Rocky. Ja. Und ihr schaut euch zu. Genau. Also, ja, die Leute, die ich grüßen kann, mache ich dann am besten nach der Sache hier. Wir machen mal Skateboard. Ich finde es irgendwie cooler mit Skateboard. Ja, ich weiß gar nicht. Körper schreiben, mögt ihr Halfpipe lieber mit Skateboard oder mit Inline Skates? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Würde mich interessieren. Und dann machen wir das mal. Let's go! Zeigenhalb. Der Tricks. Haben schon mehr als den Rekord geschärft, tatsächlich. Hui und hui. Aber knapp. Das war jetzt nicht so fantastisch, aber machen wir mal den hier. Den hier. Passt. Er hätte vielleicht auch einen 360 hinterher machen können, theoretisch. Aber die zwei Tricks sind immer super. Probieren wir es nochmal. Und diesmal mit dem 360 hinterher. Genau. Das ist, glaube ich, 190 ist, glaube ich, so mehr als das Maximum, was man machen kann. Warte, echt hochspringen, damit es geht. 190 ist, glaube ich, das Maximum, wirklich. Aber wenn man nicht ganz hochspringt, dann macht es keinen Sinn. Also das ist jetzt nicht hoch genug, tatsächlich. So. Es ist schon hoch genug. Und dann. Aber dann hat er nicht mal ganz geklappt beim 360. So. Der ist jetzt sehr hoch, der sieht gut aus. So muss es sein. Der ist wieder zu niedrig. Egal. Wir haben schon genug gebaut. Noch 16 Sekunden. Oh, jetzt fallen wir hin, ja. Passiert. So, aber krass, dieses 2125 ist echt ein sehr guter Wert. Muss ich sagen, also, so gut mich jetzt nicht, zum Beispiel. Na, okay, ich war nicht viel schlechter, immerhin. Jetzt stehen wir hier oben und schauen wir mal runter. Und haben es geschafft! Die Halfpipe. Muss es sein. Yay, yay, yay. Und wir haben die erste Sache vom Orienteering abgeschlossen. 2058. Punkte haben wir jetzt gekriegt. Sehr schön. Dann beenden wir das mal und dann gehen wir zum nächsten, dass wir durch diesen Turm oder durch diese Hochspannung. Es sind keine Hochspannungsmasten, sind solche. Was ist das für ein Funkmast oder so? Ich weiß gar nicht genau, was es heißt. Das können wir gleich mal durchlesen.
Glaube ich, das war total Knall, bin ich froh, dich kennenzulernen. Dich zu kennenzulernen, ja. Dich zu kennen. Ich kenne mich ja schon ewig. Weil wir immer mit dem Leader, mit dem wir geredet haben. Wenn du wieder auf Hawaii bist, fährst, sag Bescheid. Ja, du siehst das, du stehst hier den ganzen Tag da und die ganze Nacht und immer und was auch immer. So. Dann absteigen und dann grüße ich einmal ganz schnell Secret Light, hallihallo. Du meine Videos. So. Wow, ein toller Kickflip. Kickflip. Du bist Skater, oder? Mach mal. Okay. Geht nochmal Kickflip. Das. Steuerung. Flip und. Müsste ich die Schule machen, habe ich aber nicht. Wir müssen aber erstmal eh hinter zu dem, oder was steht denn da jetzt genau in den Rekorden? Das Tor im Track and Soul Skater. Okay, da steht gar nichts Besonderes dran dabei. Sondern das habe ich auf Pause gedrückt. So, wir müssen dahinter. Hier lang. Und da vorne ist auch schon das Tor. Aber wir müssen von der anderen Seite natürlich fahren, weil von der Seite hier bringt es uns nicht viel. Kommen wir auch gar nicht durch das Tor. Weil das Tor so schön bestrahlt, würde ich schon sagen, angeleuchtet. Dieses Tor hier, genau. Und da springen wir jetzt drüber. Und dazu fahren wir hier mal hoch. Das ist ziemlich cool hier. Hui und hui. Hui und hui. Geht das eigentlich ohne? Nee, hier muss, hätte springen müssen, okay. Oh, egal, dann eben nicht mit dem Teil. Und so sliden wir ein bisschen rum. Und hier geht's dann nach oben. Dup, dup. Und ab damit. Hui. Ein schönes Sexy. So. Und schade, dass man diesen Foto-Mode nicht anmacht, ausmachen kann, weil immer, wenn man aus Versehen den Stick ein bisschen zu fest reintut, dann, ja, dann kommt immer dieses Symbol, als ob man jetzt ein Foto machen würde. Das ist ein bisschen schade. So. Haben wir das geschafft? Yes! Ganz entspannt. Ob es nichts wäre. Yeah, und wir sliden hier und wir sind Level 80. Juhu, erstmal den Ninja hinterher. Perfekt. Sehr cool. Dann haben wir jetzt noch was im Schneeresort, wenn ich mich nicht täusche. Schneeresort findet den Geheimweg. Ja gut, die Geheimhöhle kennen wir ja alle. Machen wir aber natürlich auch. So. Hui. Hui. Und hier rein. Perfekt. Dann ab zum Informationszentrum und ab ins wunderschöne Schneeresort. Jo, Schneeresort. Und da ist es auch Nacht. Entspannter. Entspannter. Sehr schön. Gut. Wieder auch noch schnell rein. Und machen das auch noch. Ist es nicht so schwer. Kriegen wir jetzt ganz fix hin. Und yes. Ich nehme jetzt heute, also in der Session wahrscheinlich zwei Folgen auf. Weil ich nicht mehr so viel Zeit habe heute. Oder ich wollte eigentlich relativ bald schlafen gehen. Ich habe noch ein bisschen was essen vielleicht noch. Genau. Mal, willkommen schnell Resort. Schau mal so der Orientierung aus. Genau. Erkunden. Dort findet der Heimweg. Machen wir jetzt. Ich hätte aber gerne. Oder wir springen mal kurz hoch. Ich hätte trotzdem gerne Schneemobil. Wir springen jetzt hier mal hin. Weil sonst hätte ich nicht mein Schneemobil. So, let's go. Wir werden da von unten wahrscheinlich reinkommen können. Aber ich weiß nicht, ob der Geheimweg da zählt. Ich denke mal nicht. Weil der Geheimweg ist ja eigentlich nur der von der Richtung. Denke ich mal. Also die anderen sollten nicht gehen. Was haben wir hier noch? Das letzte. Den Cliffhanger, die vier. Hurricane Helikopter, Cliffhanger und Lazy Boy. Um echt jetzt einen Laden. Ich glaube, da habe ich noch nie gegessen bei dem Laden hier. Da esse ich jetzt mal. Ich weiß immer noch nicht, wie der mit seinem Auto da hochkommt. Wie? Ich glaube, hier esse ich immer was. Hier ein Ei. Wo sitze ich denn dann? Junge, was? Bin so verwirrt, wie der hier hochkommt. Wurde vom Helikopter hochgetragen oder was? So, hier runter in den geheimen Weg. Ist er ja schon. Ja, gut, den kennen wir alle, oder? Kennen wir doch alle. War ja auch im Schatztruhen-Video zu sehen. Deswegen halb so wild. Und auch in dem Goldschlüssel. Nicht, weil kein Goldschlüssel, es war ja diese.
Schneedesortmeister oder so, wo halt diese geheime Route noch dabei ist. Und finde geil. Okay, dann haben wir es auch schon. Gut, dann würde ich sagen, was ist das schon mit dieser Folge? Kürzer tatsächlich heute, aber in der nächsten machen wir weiter. Müssen wir mal kurz gucken, was wir da machen. Wenn wir dem Ding jetzt nicht weit. Wir hatten ja. Hier ist Tauchen, also das fünfte hatten wir hier. Ja, Hockey hatten wir auch. Oh, what? Wait, what? Oh. Nee, Reifen hatten wir auch. Rennen hatten wir auch. Genau, dann ist das nächste. Surfen, oder? Ich denke mal. Kurz nachschauen. Aber gut, dann machen wir den nächsten Part was in der Art Unisa-Gedankens anschauen. Einmal ciao, euer Zico. Tschüss.